Geschätzte Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zum Digital Construction Day und zu unserem Input rund um das Thema Kreislaufwirtschaft und wo das Bauhauptgewerbe eben auch teilhaben kann in dieser Kreislaufwirtschaft. Bevor wir hier einsteigen in Innovationskraft und Möglichkeiten, möchten wir aber einen kleinen Blick machen auf die Zahlen. Wir möchten Ihnen aufzeigen, warum dann eben gerade die Bauwirtschaft so wichtig ist in dieser Thematik. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wenn wir die Schweiz als Bauwerk betrachten, dann wissen wir, dass rund 3,2 Milliarden Tonnen Beton, Sand und Kies in der Schweiz verbaut ist. Wenn wir uns auch bewusst sind, wie alt das eigentlich der Schweizer Gebäudepark ist und wie viel das momentan erneuert wird, dann ist für uns ganz klar auch ersichtlich, warum dann eigentlich so viel Bauabfall entsteht. Wenn Sie mit den Personen draußen sprechen, dann versteht man unter Abfall meistens den klassischen Siedlungsabfall, den Abfall, den wir in den Kehricht werfen. Die Abfallstatistik zeigt aber deutlich, der Siedlungsabfall beträgt gerade einmal 9%. 84% des Schweizer Abfalls generiert jedoch die Bautätigkeit. Was im ersten Moment nach viel tönt, zeigt im zweiten Moment aber auch, wie fortschrittlich die ganze Baubranche und das Bauhauptgewerbe diesbezüglich bereits ist. Sie sehen in diesem Diagramm in dunkelrot die knapp 65% des Abfalls aus Aushubtätigkeiten und im hellroten die knapp 20% aus dem Bereich Rückbautätigkeiten. Betrachten wir diese Zahlen ein bisschen genauer, dann sehen wir, dass wir im Bereich von Aushub und Ausbruchmaterial bereits heute rund 75% wiederverwerten. Ein ähnliches Bild zeigt sich übrigens auch bei den Rückbaumaterialien. Auch hier werden rund 70% des Abfalls bereits wiederverwertet. Wir sehen also, die Bautätigkeit und bzw. die Baubranche unternimmt heute bereits sehr viel, um die Abfälle wieder zurück in den Kreislauf zu bringen. Nichtsdestotrotz sehen wir in der Baubranche und im Bauhauptgewerbe noch ein sehr großes Potenzial, hier noch besser zu werden. Betrachten wir beispielsweise die 30% des Rückbaumaterials, das heute noch nicht verwertet wird. Diese 30%, die entsprechen etwa 5 Millionen Tonnen, die heute entweder deponiert oder in die Kehrichtverbrennungsanlage gebracht werden. Nun, auf der anderen Seite sehen wir aber auch, wie viel Beton das jährlich verbaut wird. Rund 40 Millionen Tonnen werden heute jährlich verbaut. Davon sind gerade mal 15% Recyclingmaterialien. Wir sehen also hier die Problematik, aber gleichzeitig eben auch das Potenzial, das uns hier eröffnet. Es stellt sich nun aber die Frage, warum ist da noch nicht mehr Recyclingmaterial im Einsatz? Heute zeigen sich im Einsatz von Recyclingmaterial leider noch verschiedene Hindernisse. Zum einen ist Recyclingmaterial verhältnismäßig teuer gegenüber den Primärrohstoffen. Das hat damit zu tun, dass die Aufbereitung von Recyclingbeton sehr teuer und sehr zeitintensiv ist. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass eigentlich auch Regulierungen und Normen uns den Einsatz von Recyclingmaterialien erschweren. Wir sind uns auch bewusst, dass gerade die Materialforschung in diesem Bereich aber noch sehr viel Potenzial bietet. Wo und wie fest ist beispielsweise die Dichtigkeit, wie können wir Recyclingmaterial einsetzen, Fragen, wo die Wissenschaft heute noch nicht überall Antworten hat. Für den kommenden Roundtable möchte ich aber zwei Thesen in den Raum stellen. Zum einen, wie schaffen wir es, dass Recyclingmaterial noch besser eingesetzt wird? Haben wir zu viel brancheneigene oder gesetzliche Überregulierung? Zum anderen stelle ich mich die Frage, wie schaffen wir es, Kreislaufwirtschaft noch besser zu machen, obwohl der Preis zu hoch ist? Braucht es den Staat als Vorreiter, damit wir überhaupt die Kreislaufwirtschaft in den Gang bekommen? Oder wie machen wir es mit privaten Unternehmern? Zwei Fragen, die sicherlich später intensiv diskutiert werden können. Bevor es jedoch zur Diskussion geht, möchte ich Ihnen zwei kurze Beispiele zeigen, was das Bauhauptgewerbe bereits heute unternimmt,
in dem Bereich von Kreislaufwirtschaft. Zum einen haben wir Innovationen im Bereich der Wiederverwendung. Wenn Sie sehen, auf diesen Bildern, dann geht es darum, diese Baustoffe sauber zu trennen, damit man die Möglichkeit hat, sie in Einzelteile zu sortieren und entsprechend wieder zu verwenden. Wir müssen uns bewusst sein, dass das Deponieren in Zukunft teurer werden wird, dass auch Transportkosten oder Transporte allgemein teurer werden und wir deshalb innovativ sein müssen. Hier unterstützt uns Digitalisierung, hier unterstützt uns aber auch Automatisierung und Robotik. Wenn Sie die Bilder betrachten, sehen Sie einen Sortierungsroboter im EBIREC-Zentrum der Firma Eberhard. Diese Sortieranlage ermöglicht es, während 24 Stunden eigentlich durchgehend Materialien auseinander zu trennen. Dank diesen Möglichkeiten wird der Preis von Recyclingmaterial entsprechend günstiger und auch marktfähiger. Noch befinden wir uns aber am Anfang dieser Innovation. Diese Anlage ist die erste, die in der Schweiz existiert. Wir sind uns aber bewusst und wir sind auch überzeugt, dass diese Modelle auch in Zukunft Rechnung tragen werden und wir zukünftig noch mehr von diesen Anlagen in der Schweiz sehen werden. Nun geht es aber nicht darum, nur Material wiederzuverwenden, sondern es geht für uns auch darum, bereits Materialien bzw. Abfälle von Beginn weg zu reduzieren. Um das zu ermöglichen, werden wir den Trend sehen hin zu vorgefertigten Modellen bzw. in unserem Beispiel vorgefertigten Wänden. Bereits heute haben Sie in der Schweiz die Möglichkeit, fixfertige Backsteinwände zugeschnitten auf Ihr Objekt mit ausgeschnittenen Fenstern, ausgeschnittenen Türen etc. bei Ihrem Lieferant zu bestellen. Dies sind beispielsweise das Bild ganz links und das in der Mitte. Vorgefertigte Materialien heißt nicht nur weniger Abfall, sondern für den Unternehmer heißt es unter anderem auch schnellere Bauweise, wetterunabhängige Bauweise und natürlich auch geringeren Einsatz von Personal bzw. Ressourcen. Heute haben wir in der Schweiz die Möglichkeit, solche Wände zu bestellen. Einen Blick in die Zukunft, und das sehen Sie im Bild ganz rechts, wird hier aber noch einen Schritt weiter gehen. Wir sehen Robotikmodelle, die es ermöglichen, praktisch ohne Personalbedarf und mit idealem Einsatz der Materialien Gebäude zu erstellen. Dies ist im Moment noch Zukunftsmusik, doch wir sind uns bewusst, dass dies eine Frage der Zeit ist, bis diese Modelle und diese Varianten des Baus auch in der Schweiz Einzug halten werden. Nun wissen wir, oder nun konnten wir aufzeigen, welche Innovationen eigentlich die Baubranche mit sich bringt. Nun, wenn wir aber das Kreislaufmodell betrachten, dann sehen Sie, wo eigentlich der ausführende Unternehmer tätig werden kann. Wir werden tätig, wenn es darum geht, Baumaterialien einzusetzen. Wir werden tätig, wenn es darum geht, die Verfahren einzusetzen. Doch nach wie vor haben wir die Problematik, dass wir das Know-how und die Innovationskraft, die unsere Unternehmen haben, noch zu wenig in die Planung bzw. auch bei den Bauherren in die Planung einfließen kann. Wir müssen es schaffen, dass eben auch bei öffentlichen Bauten, wo momentan gesetzliche Hindernisse bestehen, die Unternehmer frühzeitig in diesen Planungsprozess eingebaut werden können. Wir müssen vielleicht wegkommen von diesen sequenziellen Planungen, von diesen Phasenmodellen, sondern beginnen, gemeinsam miteinander zu arbeiten, um Innovationen einbringen zu können. Denn wir sind überzeugt, dass eine gemeinsame Planung dafür sorgt, dass Projekte eben nicht nur nachhaltiger werden, sondern unter dem Strich wahrscheinlich auch günstiger. Daher bringt mich auch meine dritte These für den späteren Roundtable, wo ich einfach die Frage stelle, wie schaffen wir es eben, diese Unternehmer frühzeitig in diese Planung einzubringen, damit wir eben es schaffen, diesen Kreislauf ganzheitlich zu betrachten. Ich wünsche Ihnen nun für die kommende Diskussion viel Vergnügen und auch für den restlichen Tag des Construction Days viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank.